Yeah, und ich schau sie an, diese Frau ist einfach so gottverdammt nice. Denn immer wenn ich sie sehe, weiß ganz genau, dass ich nicht verstehe, was abgeht jetzt. Mein Name ist Jeff und ich mache Klack, Klick, Klack, Boom, Klick, Klack, Boom. Alle sind tot, außer du. Der Taub. Was ist los, so? Mann, verpiss dich. Kein Respekt vor Vater, ich kann auch diesen Lappchen Brot machen. Ihr seid alle beide kein Jack. Verdammt, Jack. Einige von euch denken, eure Eltern seien peinlich, doch. Mein Vater übertrifft keiner. Haha, so, heute ein besonderer Tag. Ich habe ganz viel Geld bekommen. Kalinka, 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 Maja. Zwar habe ich von meinem Vater keine Autoschlüssel bekommen. Doch dafür fährt er dieses Wochenende zu Onkel Nikolai und ich darf endlich mit Rebecca alleine sein. Denn sie ist mein absolutes Traummädchen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie... So! Dad, ich mach hier... Ist das Internet? Was machen diese? Nein, ich mach gerade ein Video. Was machst du hier? Ja, aber kannst du sagen zu Internet? Hallo Internet, ich mache ein Geschäft. Ich verkaufe Reifen und... Also ich verkaufe noch andere Sachen. Darf nicht sagen was, aber... Darf kurz zeigen. Spitzel, Mann! Ey! Du kannst dafür in den Knast kommen! So! Alte Hase, nix, bla bla. Chuck! So, wie geht diese? Okay, okay. Hallo Internet, mein Name ist Chuck. Ich verkaufe und habe neue Geschäfte erfunden. Extra für euch, das ist neu. Ich verkaufe Pizza, da heißen Turbo Pizza. Ich bringe dir nach Hause Pizza. Aber das ist keine nicht normale Pizza, sondern so, weißt du? Wenn du bestellst, privat bringen deine Nummer und ich bringe dir diese, Aber nicht sagen zu Bulli, weißt du, weil gefährlich diese. Verstehst du, was ich meine? Dad! Oh, okay, ich muss abhauen. So, Stöpka, fertig, lass uns fahren. Ich heiße Stefan. Stöpka, ich weiß, wie du heißt. Ich habe dir Ersatznamen ausgesucht bei diesem Buch. Die dummste Name der Welt. Diese gute Name. Ja, danke, echt klasse. Schön hast du das gemacht. Also, Stöpka, machst du Türe zu? Ich fahre nicht mit, ich bleibe zu Hause. Wie, du bleibst zu Hause? Okay, aber machst du bitte trotzdem Türe zu, weil diese Gras riecht ein bisschen und Nachbar böse durchsteht. Was, kennst Gras? Nix. Ach so, warum, weißt du, was ich fragen wollte? Ja? Wieso machst du diese Internet? Damit ich meine Unschuld vor Gericht beweisen kann, wenn du Scheiße baust, Aha. Wie immer. Stehst du? Ah, ja? Alte Hase, nix, bla bla. Okay, tschüss. Tja! Boah, ist das süß! Ja. Yeah. Also ich weiß auch nicht, wie ich es euch erklären soll. Angefangen hat es wie ein Märchen und geendet hat es wie ein richtiger Horrorfilm. So, ich habe ein Problem! Dad! Das Mädchen, das du heiraten willst! Hallo! Hallo? Was machst du hier? Ich dachte, du bist so Onkel Nikolai! Onkel Nikolai hatte ein kleines Unfall. Kann nicht. Du weißt schon, was ich meine. Oh Mann, nein! Wie heißen diese Mädchen? Rebecca, wieso? Habe meine Schäferhund in Russland auch so Namen gehabt. Aber dann haben erschossen, diese war, hat mich gebissen. Einmal Finger, das ist nicht weh. Diese Wege dann aber nicht gut. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein! Schlimmer kann es echt nicht werden. Aber du musst aufpassen, mein Sohn hat immer dreckige Unterhose. Diese. Ist eine Schlampe, diese Sohn. Okay, es kann schlimmer werden. Muss noch viel lernen beibringen. Nichts vom Vater hören. Dad, das ist deine Unterhose. Alte Hase, nichts, bla bla. Lass uns jetzt alleine, Dad. Sohn, Onkel Nikolai ist. Was? Du sagst es mir jetzt? Hab ich ganz vergessen, diese zu sagen. Ich denke an unwichtige Sachen, muss nichts erzählen. Die liegen gleich hier, du musst mir noch raustragen, helfen diese? Dad, hör auf, du machst Rebecca Angst. Dein Pferd kann mitkommen, helfen. So, ich glaube, ich gehe jetzt. Oh, warte, kannst du vielleicht diese mitnehmen? Oh mein Gott, was ist das? Das ist von Onkel Nikolai, seine Fuß verloren, diese. Kannst du verstecken? Nein, ich muss gehen. Kannst du nicht, diese... Was ist mit deinem Freund, diese Blut? Nichts helfen, nichts für Familie gut, diese. Ehrlich, ich kann euch einfach nicht beschreiben, wie ich mich jetzt fühle. Dazu fällt mir einfach nichts ein, deswegen schweige ich einfach. So, ich habe eine gute Überraschung für dich. Ach was.
Ja, warte mal, was ich bei Walmart gekauft habe. Neue Unterhose? Nein. Was? Was hast du gekauft? PlayStation 4. Die ist noch nicht draußen, Dad. Doch, ich gucke bei PlayStation 4. Das ist meine Super Nintendo, die hast du mir vor 10 Jahren zum Geburtstag geschenkt. Verkäufer bei Walmart sagen diese PlayStation 4. Hier steht die PS4, das bedeutet Play und S bedeutet Station und 4 kennst du diese Zahl. Dad, dafür kannst du in den Knast kommen. Was laberst du, Junge? Check. Stopka, mach mit, scheiß auf Verkehr. War doch gut. Du bist kein Chuck. Ich will auch kein Chuck sein.